Teil 2 vom Merkstoff, die Einheit des Zerfalls. Wir haben gesehen, dass unser Geigerzähler ganz stark gezählt hat, vor allem bei dem radioaktiven Präparat zum Schluss. Und die Einheit des Zerfalls ist ein Becquerel. Ein Becquerel. Daher Becquerel, das seht ihr in den Videos, war ein Forscher, der mit der Radioaktivität zu tun hatte, ist ein Zerfall pro Sekunde. Das sagt uns jetzt noch nichts über die Auswirkungen, die das hat auf unseren Körper. Das ist einfach nur, wie viele radioaktive Zerfallvorgänge gibt es. Ein Zerfall pro Sekunde. Abgekürzt wird das Becquerel mit 1 BQ. Das ist ein Becquerel. Ganz entscheidend für die Gefährlichkeit eines radioaktiven Stoffes ist der nächste Punkt. Beim nächsten Punkt geht es um den Begriff der Halbwertszeit. Die Halbwertszeit sagt mir Folgendes. Wenn ich ein radioaktives Präparat habe, dann gibt das Strahlen ab. Und nach einer gewissen Zeit gibt es nur mehr halb so viel Strahlen ab. Und das ist genau diese Halbwertszeit. Halbwertszeit ist die Zeitspanne, in der die Radioaktivität um die Hälfte zurückgeht. Um die Hälfte zurückgeht. Und da gibt es extreme Unterschiede. In Kraftwerken entsteht ein Material, das heißt Uran-238. Das ist ein Uran. Uran hat immer 92 Protonen, das ist im Periodensystem. Und das, was ich da dahinter schreibe, wäre jetzt die Massenzahl. Das heißt, eine zweite Anschreibungsart wäre auch das. Ich schreibe die Massenzahl dahinter, nicht oben. Die Ordnungszahl lasse ich weg, die kann man sich heraussuchen. Uran-238, wenn das strahlt, dann strahlt es so, dass erst in 4,5 Milliarden Jahre die Hälfte an Strahlung zu messen ist. Das heißt, ich könnte sagen, wenn ich 10 Gramm habe, dann sind nach 4,5 Milliarden nur mehr 5 Gramm radioaktiv. Oder anders, wenn ich jetzt pro Sekunde 10 Impulse messe, dann messe ich nach 4,5 Milliarden Jahren nur mehr 5 Impulse. Ist eine unvorstellbar lange Zeit und das macht eben auch eine der Gefahren bei der Radioaktivität aus, dass man radioaktive Stoffe sehr lang, sehr gut lagern muss. Anderes Beispiel, wenn man mit der Schilddrüse Probleme hat, dann kann man diese Schilddrüse untersuchen lassen. Scintigraphie heißt das.
und man trinkt einen radioaktiven Cocktail, der in der Schilddrüse sich ablagert, und man kann mit einem Geiger-Müller-Zähler quasi die Schilddrüse untersuchen und sieht, wie gut die Schilddrüse arbeitet. Und dieses Mittel hätte zum Beispiel eine Halbwertszeit von 8 Tagen nur. Das heißt, das wird relativ rasch weniger. Und zudem machen wir jetzt auch eine Skizze dazu, wie das mit der Halbwertszeit aussieht. Nehmen wir einen neuen Zettel. Nehmen wir folgendes Beispiel beim Jod her. Wir hätten 24 Gramm und sollen uns die Halbwertszeit einzeichnen. 24 Gramm, Entschuldigung, nehmen wir mehr. Nehmen wir 64, tun wir uns leichter. Sorry. Geht besser zum Zeichnen. 64 Gramm. Geodreieck nach oben, sodass wir 64 unterbringen. Da schreiben wir die Menge her. Auf der Y-Achse und auf der X-Achse wollen wir haben die Tage. Jetzt wissen wir, radioaktives Jod 131 hat eine Halbwertszeit von 8 Tagen. Haben wir darüber gerade geschrieben. Ja? Wir haben 64 Gramm davon. Wenn wir jetzt anfangen mit 8 cm zum Zeichnen, geht sich die Sache nicht wirklich gut aus. Das heißt, wir wählen für die Tage bitte so, dass nach einem Zentimeter stehen 4 Tage, dann stehen 8 Tage, nach 2 cm, nach 3 cm stehen 12, dann stehen 16. Und jetzt nehme ich nur mal jedes zweite, das Achter, die Achtervielfachen 24 und einmal noch 2 cm dazu sind 32. Und auf dieser Achse haben wir die Tage aufgezeichnet. Am Tag 0 haben wir 64 Gramm radioaktives Material. Das heißt, 64 finde ich hier, hier ist unser Punkt. Nach 8 Tagen habe ich nur mehr die Hälfte. Das heißt, 8 Tage später, die Hälfte von 64 ist 32. Punktal hier einzeichnen. Ich schreibe es dazu noch. Das sind 32 Gramm hier. Hier waren 64. Hierüber haben wir 32. Und jetzt geht es so weiter, dass wieder die Hälfte von diesem Wert kommt. Nicht die Hälfte vom Ursprungswert, weil dann wären wir bei 16 Tagen nach 0 schon, sondern die Hälfte von 32 kommt nach 16 Tagen. Und die Hälfte von 32 ist genau 16. Acht Tage später die Hälfte von 16. Die Hälfte von 16 ist 8. 8 Tage später die Hälfte von 8. Die Hälfte von 8 ist 4. Machen wir noch die 40 Tage, 2 cm dazu wieder. Die Hälfte sind 2. Wenn wir die Geschichte weiterspielen, die Hälfte von 2 ist 1, die Hälfte von 1 ist 0,5, die Hälfte von 0,5 ist 0,25. Mathematisch betrachtet ist die Halbwertszeit so, dass wir nie auf die x-Achse kommen, weil selbst die Hälfte von ganz wenig ist noch immer ein bisschen was. Und da ergibt sich dann so eine Kurve. Das dürft ihr freihand verbinden. Das wäre eingezeichnet die Halbwertszeit jetzt von Jod 131. Immer nach der Anzahl der Tage, die die Halbwertszeit ist, ist nur mehr die Hälfte da.
Und das wäre beim Uran eben, dass die Hälfte, wenn ich 64 Gramm Uran hätte, dann würde hier 4,5 Milliarden Jahre stehen. Das heißt, beim Uran ist es wurscht, ein Jahr später strahlt es noch genauso stark, wie es heute strahlt. Oder quasi ganz genauso stark. Okay, dann nehmen wir noch als Punkt 6, schreiben wir uns auf das Messgerät. Das Messgerät ist der Geiger-Müller-Zähler oder Geiger-Müller-Zählrohr. Soweit zum zweiten Teil und einen kurzen dritten Teil gibt es noch.